Willkommen zu einer weiteren Folge Oaklands und ja, wir gucken uns heute mal so ein kleines Update an. Wie man schon auf meinem Kopf sieht, habe ich jetzt eine Lampe drauf oder eine Laterne und diese könnt ihr in Roblox Avatar Shop kaufen. Die kostet, glaube ich, 100 Robux oder sowas, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und damit könnt ihr mal ein bisschen Licht produzieren, wenn ihr zum Beispiel irgendwie ein bisschen Licht braucht. Ich weiß gar nicht, sieht man das gerade ein bisschen? Na gut, in der Nacht würde man es besser sehen. Und diesen muss man dann seinem Avatar anlegen und dann kann man damit schön rumlaufen und hat nochmal ein bisschen extra Licht. Und es tut mir leid für die laute Musik, aber ich kann die nicht leiser stellen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich gehe hier drauf, gehe auf Audio. Ich kann die sogar auf 0 stellen. Nix. Es passiert einfach nix. Und was es halt neu gibt, sind Signs als Blueprint. Die können wir uns natürlich auch noch kaufen. Und können da jetzt Sachen draufschreiben. Wir gucken uns nochmal ganz kurz hier vorne jetzt den Leuchtturm an, weil dort wird auch noch ein bisschen viel gemacht. Und man muss natürlich auch noch sagen, täglich wird weiterhin das Geschenk halt im Preis steigen. Hier gibt es ja noch oben dieses lilane Geschenk. Wir gehen eben nach oben. Dieses Geschenk hier. Und es kostet jetzt 20.344. Es hat angefangen damals, glaube ich, mit 16.000. Und der Zauberstab ist auch schon wieder woanders. Sehr gut. Ist der Zauberstab wieder hier? Nee, auch nicht. Ja, wo ist denn der Zauberstab? Da ist er auch nicht. Ich gehe nochmal ganz kurz auf die zweite Etage. Nicht an dem vorbeigelaufen. Ist doch immer wieder schön, irgendwas hier dran zu suchen. Ich habe mal allgemein den Sound gerade ein bisschen runtergestellt vom Spiel, damit das mal nicht so laut ist. Aha, guck mal, seht ihr das da unten links in der Ecke? Direkt bei den Spawns. Aha. Da ist der gute alte Zauberstab für 71.990 Dollar. Nice. Und ihr seht hier nochmal einen Screenshot eingeblendet, was demnächst noch reinkommt. Und zwar ein neues Auto. Ein viel, viel größeres Auto, wo man auch definitiv mehr reinpacken kann. Und da bin ich schon gespannt drauf. Wie man aussieht, habe ich nicht am Haus weitergebaut. Also bis dato hier oben das Dach, das ist immer noch frei oder immer noch offen. Da muss ich noch gucken, wie ich das am besten mache. Das hier wird auch noch komplett alles abgebaut. Da bin ich ja 100% sicher. Ich bin damit nicht zufrieden, wenn hier einfach so was ist oder das da vorne, da habe ich was ausprobiert gehabt, aber nee. Noch eine Sache, die habe ich letztens zum Beispiel vergessen im Video zu zeigen. Ich habe mal versucht, alle Erz zu sammeln, bis auf das leuchtende Erz, weil das doch schon sehr selten ist. Und dann muss ich noch gucken, dass ich das irgendwo herbekomme. Aber sonst sind hier eigentlich soweit alle verarbeiteten Erze drin. Hier oben auch die ganzen Steine, also normaler Stein, dann einmal gebrannter Stein und, nee, ein Refined Stein und dann ein gebrannter Stein. Genau. Hier genau dasselbe bei dem ganzen Holz. Hier habe ich auch nochmal dieses Special Holz, Anführungszeichen, Event Holz nochmal reingepackt. Ist auch eigentlich ziemlich nice. Und der Stapel liegt ja da hinten auch noch. Ich weiß gerade gar nicht, ist der noch geankert oder ist er nicht mehr geankert? Das frage ich mich jetzt. Nee, er ist geankert. Sehr gut. Es wurde nämlich gesagt, dass der sich anankert. Und das würde ich halt nicht so befürworten, weil das ist halt sehr seltenes Holz. Das will man eigentlich saven auf seinem Grundstück. Ich muss hier gerade erstmal wieder zurechtkommen. Oh Gott. Genau. So. Ich glaube, das hier drin war nämlich... nee, ist auch noch geankert. Sehr gut. Ja, ich habe ja schon mal ein bisschen was gesammelt gehabt. Wie man sieht, also die Axt, dann einmal das Geschenk und hier unten im Briefumschlag. Wer wissen will, was da drin ist in diesen Geschenken oder besser gesagt in dem großen und in dem Briefumschlag, findet hier jetzt gerade nochmal ein Screenshot eingeblendet, was dort drin ist und das zu 100%. Also die sollen auch irgendwas an dem Auto, jetzt weiß ich, was die am Auto geändert haben. Den Blinker. Und... Licht hinten? Nö. Vielleicht nur in der Nacht? Ich weiß es nicht. Aber den Blinker haben sie reingebracht. Sobald man nach links oder nach rechts fährt, fängt er an zu blinken. Das ist schon mal nice.
Also ich bin gerade auf dem Weg zu dieser Strandhütte. Ich will mal gucken, ob dort was Neues ist. Weil ich war ja jetzt wirklich seit, boah, ich glaube, seit einer Woche nicht mehr online. Wenn nicht sogar schon 2 Wochen. Das Problem ist einfach, mir fehlt hier was. Und das sind Updates. Updates, Updates, Updates. Das ist das Wichtige in Spielen, dass auch geupdatet wird. Sofern es kein Tycoon ist beispielsweise oder irgendwie so ein Allrounder-Game. Ein Allrounder-Game ist einfach, du machst ein Game und brauchst es eigentlich so gut wie gar nicht mehr updaten, weil das Spiel läuft von selber. Und ja, deswegen finde ich das halt ein bisschen schade, dass hier nicht Updates nach Updates kommen. Aber hier wird sich demnächst auch noch was ändern, das steht schon fest. Hier kommt nämlich noch was Neues hinzu. Mehr darf ich darüber leider nicht sagen. Aber viel hat sich da jetzt auch nicht geändert, deswegen braucht man da auch nicht weiter zu sein. Es wurde, aber jetzt muss ich noch mal ganz kurz gesagt haben, an den Autos was geändert. Ich glaube, das ist irgendwie was mit Steering, hat das irgendwas zu tun, weil man kennt das, glaube ich. Man springt ins Auto rein und man versucht direkt loszufahren. Das Auto will aber nicht fahren. Und ich glaube, das wurde jetzt schon geändert. Wir gucken noch mal hier oben bei Mike's Mine rein, ob dort irgendwas gemacht wurde, aber bis dato auch noch nicht. Mike, wie lange dauert das denn, bis du aufgehst? Ich will hoffen, schon bald. Hier unten gibt es auch noch eine Höhle. Da will ich mal ganz kurz nachgucken, ob sich da vielleicht was getan hat. Aber ich glaube auch nicht. Und irgendwie bleibt es jetzt länger hell. Kann das sein? Also ich nehme jetzt schon die ganze Zeit auf. Schon seit 11 Minuten und es ist nonstop hell. Keine Ahnung. Jetzt sieht man aber auch ein bisschen das Licht von der Laterne. Ja, jetzt kann man das schon besser sehen. Aber hier hat sich auch nichts getan. Sehr komisch. Also ich finde es cool, als kleine Alternative so gesagt zu einem Bergbauhelm einfach mal so eine Laterne auf den Kopf zu packen. Kostet halt, wie schon gesagt, 100 Robux. Ihr findet den Link auch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Falls ihr euch die kaufen wollt, müsst ihr euch halt die eurem Avatar anziehen. Und dann habt ihr ein bisschen mehr Licht im Spiel. Ja, doch, die Sonne geht langsam unter. Aber wirklich sehr, sehr langsam. Ja, da haben die Tag-Nacht-Zyklen wahrscheinlich ein bisschen reduziert oder besser gesagt erhöht. Ja, ich weiß leider nicht, was ich gerade noch großartig zeigen soll. Das Problem ist, heute will ich hier großartig nicht irgendwas bauen. Wir können uns aber mal eben ganz kurz die Signs angucken, wo wir gerade eh schon dabei sind. Das hier ist das Sign. So. Dann werde ich mal eben hier ganz kurz abbauen. Und ich meine, ihr konntet jedes Material verwenden. Genau. Und dann seht ihr hier schon Add Text. Test. 1, 2, 3. Boom. Right. Ja. Und ihr könnt das natürlich auch noch in der Größe verändern. Habe ich mir jetzt. Nee, ich habe ja keine Duplikation gemacht. Okay. Dachte, ich hätte mir eine Duplikation gemacht. Ihr könnt es natürlich auch ändern, wie ihr wollt. Was ich sehr, sehr cool finde. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder Stein, weil das Problem ist, da muss jetzt ein bisschen mehr rein. Weil das Bild natürlich ein bisschen größer ist oder besser gesagt das Schild. Aha, dann können wir es nochmal testen. Abonniert mich. Na gut, passt nicht so ganz rein. Ne? Ist halt ein bisschen blöd, wenn das halt. Ja, so gesagt, oben was steht, was eigentlich noch zu dem Wort gehört. Ja, finde ich ein bisschen blöd. Aber ich finde es eine coole Idee. Es ist definitiv noch was anderes und gefällt mir sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, gucken wir demnächst in das Update rein, was dann folgt, wo wir uns auch wahrscheinlich schon das neue Auto schon kaufen. Deswegen muss ich die Tage auch mal ein bisschen was sammeln gehen, also an Geld. Und dann kaufen wir uns auch das neue Auto. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und würde dann sagen, bis demnächst, euer Xerox. Ciao, ciao.